Hallo, meine Mittwochzweifler, MittwochzweiflerInnen, zu einer neuen Folge The Forest. Ja, ich weiß, es ist jetzt über ein halbes Jahr her, wo die letzte Folge gekommen ist. Wir reden einfach nicht darüber. Deswegen gehen wir es ganz schlau an und machen es, wie es bei einem anderen Projekt war. Wir gehen einfach rüber zu Twitch. Weil, ganz ehrlich, ich habe über die letzten Monate die ganze Zeit über Gedanken gemacht, okay, wie willst du Forest weitermachen? Weil, ja, ich könnte jetzt Stunden Material aufnehmen und dann irgendwie zusammenschneiden und irgendwas Interessantes draus machen. Ich hatte aber erstens schon mal keine Ideen. Da fängt es schon an. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt gefallen würde. Dann habe ich auch Dings überlegt, vielleicht dann, anstatt einfach richtig viel zu editieren, könnte man auch einfach das komplette Gegenteil machen und einfach ganz viel Ruhe es lassen und wirklich sogar relativ lang ziehen. So, weiß ich, 40 bis 1 Stunde Aufnahme. So irgendwas in dem Stil. Und einfach schauen, dass man so eine Folge hinbekommt. Und einfach viel labern. Und dann, wo die Idee gekommen ist, bin ich einfach so, warum mache ich das einfach nicht wie bei Minecraft und mache einfach jetzt eine Folge, wo ich einfach meinen Abschied nehme und dann einfach Steam, auf Twitch rübergehe und dort machen wir einfach das Forest-Abenteuer weiter. Weil dann haben wir einerseits etwas, was wir auf Twitch können machen, wo ich aktuell auch sehr aktiv bin aus dem Grund. Ich habe wirklich in letzter Zeit so richtig Lust drauf. By the way, es wird wahrscheinlich hier gerade fett lecken, glaube ich. Außer die Einstellungen hätten sich beibehalten, wie ich es hier gemacht habe. Okay, jetzt normalerweise müsste es sich lecken, wenn es, mich täusche. Warte, komme ich auf das Dach? Das ist jetzt einfach eine Frage der Wissenschaft. Okay, nein, komme ich nicht. Und ja, deswegen, wir werden das jetzt einfach weitermachen, aber auf Twitch. Oder mal gelegentlich einfach mal, da eben streamen und dort im dann Forest weitermachen, wie wir es auch halt bei Minecraft gemacht haben. Ich glaube, das wird viel besser sein, weil einerseits dann habe ich dieses Element mit dem Sprechen noch viel mehr ausgebaut, weil da könnte ich mit dem Chat interagieren und dann kann man da ganz viel machen. Und da könnt ihr auch natürlich eure Ideen direkt live vorschlagen, damit wir genug zu tun haben, weil ich glaube, wenn wir so ein Stream-Projekt umwandeln, dann haben wir, glaube ich, genug zu tun. Dann kann ich einerseits viel lernen, kann euch hoffentlich so gut wie möglich unterhalten und ja. Also, was jetzt ansteht, ist fürs erste Mal nix. Das Einzige, was ich jetzt könnte vorstellen als erstes Ziel, ist einfach vielleicht irgendwie Sachen aufzustellen, die wichtig sind, wie zum Beispiel Fallen hier in der Gegend, sonst Ressourcen vielleicht besorgen und irgendwie hinbekommen, dass wir eine stetig eine Quelle für Nahrung haben eben. Und nicht nur das Feld hier und es ist einfach nur leer. Aber ja. Deswegen, ich würde sagen, wir labern noch nicht so viel darüber. Wir werden dann Streams machen, wo wir dann einerseits das Lager ausbauen, ein bisschen die Welt erkunden, zumal ich, weil die ersten drei Folgen, wo es noch Koop war und wir mit User unterwegs waren, Best Piece by the way noch dabei, da haben wir allerdings einfach nur gebaut in meinen Folgen, während User mehr auf die Abenteuer gegangen ist. Das würde ich jetzt auch einbauen, natürlich, dass ich auch auf Abenteuer dann gehe, alleine gegen diese Fischer. Ja, das geht nicht gut aus. Das geht ganz und gar nicht gut aus. Und ja. Das ist ein wildes Tier. Wir probieren das jetzt umzubringen. Ich muss jetzt wieder in die Steuerung mal reinkommen. Das war nicht richtig. So. Okay. Ja, so vieles mehr, glaube ich, habe ich nicht zu sagen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird sein. Ich bin auch sehr gespannt, wie das im Stream wird funktionieren, weil ich habe extrem Sorgen, dass es extrem laggen wird. Oh, ich glaube, sonst gibt es nur noch eine Info, nämlich jetzt, wenn das Video hier online geht, dann werde ich auch online sein auf Twitch. Und ihr könnt mir dann zuschauen, wie ich dann verzweifle. Wahrscheinlich werde ich es so machen, dass das Video dann einfach so um 16 Uhr online kommt. Und dann um 16 Uhr genau werde ich auch dann starten. Aber jetzt noch am Anfang relativ viel reden, bevor wir wirklich in das Abenteuer reinspringen. Oder vielleicht mache ich eine halbe Stunde drauf. Ich mache so. Wir machen einen Doppel-Upload. Das hier kommt um 16 Uhr. Ich fange dann so um 16.15 Uhr oder 30 an. Und um 16.30 Uhr kommt dann noch ein anderes Video einfach. Weil das hier wahrscheinlich so nur so um die 7 Minuten lang ist. So machen wir es einfach. Dann habt ihr einen Doppel-Upload und noch ein neues Video am gleichen Tag. Ich glaube, davon kann man ganz gut leben. Aber ja. Das wird so jetzt ein kleiner Keck. Dann würde ich sagen. Danke. danke für die Nahrung. Sehr hilfreich. Danke. Da würde ich sagen, man sieht sich dann auf Twitch. Jetzt in einer halben Stunde wahrscheinlich oder so. Oder eben, I don't know, vielleicht in den Worts auch für den Streams. Wer weiß. Ah ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit kommt
einer komischen Art und Weise, wie, also nicht komischer Art und Weise, kommt in einer Art und Weise wieder ein Projekt zu Ende. Ja, dann leb wohl, Forest. Es war schön, hier auf dem Kanal dich zu haben. Hatte leider davon nicht Ideen und wirklich konnte kein Potenzial aus dir rausschaffen, aber vielleicht können wir ein bisschen Potenzial aus dem Projekt hier ziehen, wenn wir auf Twitch rübergehen. Aber ja, dann neues Kapitel für Forest auf Twitch. Bye, bye.